Die nächste ist Heidrun Friese. Sie ist Kultur- und Sozialanthropologin und Professorin für interkulturelle Kommunikation an der Technischen Universität Chemnitz. Ihre Forschungsinteressen sind soziale und politische Theorien, postkoloniale Perspektiven, Mobilität und Gastfreundschaft, Grenzen und transnationale Praktiken und digitale Anthropologie. Zu ihren Veröffentlichungen zählen unter anderem Grenzen der Gastfreundschaft, die Bootsflüchtlinge von Lampedusa und die europäische Frage. Das war im Jahr 2014, also vor der großen Migrationsbewegung. Oder Rassismus im Alltag, theoretische und empirische Perspektiven nach Chemnitz, ganz aktuell jetzt 2019. Empathie wieder aus einer ganz anderen Richtung beleuchtet, nämlich der Frage nach der Gastfreundschaft. Gastfreundschaft als empathische Geste, aktuelle Beziehungen. Frau Friese, bitte. Ja, zunächst mal möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die Einladung und auch für die vielfachen Anregungen, die ich erhalten habe hier heute Vormittag und auch zum Beginn des Nachmittags. Also ganz herzlichen Dank. Vielen Dank auch für die Vorstellung. Tatsächlich, ich habe mich in den letzten Jahren mit Mobilität beschäftigt und ganz besonders auch mit den sogenannten Bootsflüchtlingen auf Lampedusa und habe mich eben da mit der Frage beschäftigt oder mit dem Zusammenhang oder stelle eigentlich fest, dass Gastfreundschaft die Frage stellt, wie wir eigentlich zusammenleben wollen. Und um es gleich vorwegzunehmen, ich fürchte, ich werde die Frage nach der Empathie ein bisschen anders beantworten, als das bislang geschehen ist. Denn für mich stellt sich die Frage, oder tatsächlich stellt sich vielleicht für alle die Frage, also wie wir gegen derzeitig wieder auflebenden Nationalismus, wie wir gegen Ressentiment und Feindseligkeit, gegen den zunehmenden Rassismus und Xenophobie tatsächlich diejenigen in Europa willkommen heißen und wie wir sie auch aufnehmen, die ihr Recht auf Mobilität wahrnehmen. Und das halte ich für eine der dringlichsten Fragen unserer Zeit. Alle Gesellschaften schaffen Fremde, doch jede Gesellschaft schafft sich ihre eigenen Fremden und schafft sie auf eigene, unnachahmliche Art und Weise, stellt der britische Soziologe Sigmund Baumann fest. Nun, Gastfreundschaft kann man sagen, ist eine universelle Beziehungsform in dem Sinne, als dass alle Gesellschaften unterschiedliche Arten und Weisen finden, diejenigen, die sie zu Fremden gemacht haben, aufzunehmen und mit ihnen umzugehen. Gleichzeitig ist Gastfreundschaft auch ganz und besonders in unserem europäischen Erbe und auch im christlichen Erbe gebunden an ganz, ganz unterschiedliche Ambivalenzen, auf die ich im Folgenden auch näher eingehen werde. Das heißt, was wir mit dem Begriff Gastfreundschaft in unserer Tradition zumindest fassen, organisiert eine ganze Fülle von alltäglichen Praktiken. Es bewegt natürlich, und das ist besonders derzeit virulent, natürlich politische Auseinandersetzungen und es erlaubt auch die Symbolisierung des eigenen und des Fremden. Und besonders der Symbolbegriff verweist immer schon auf Gastfreundschaft. Und ich habe Ihnen hier ein Symbolon, daher unser Symbolbegriff, mal mitgebracht im lateinischen Tesseris Hospitalis. Und dieses gab es in Griechenland auch als Stabform, wurde in der Mitte durchgeteilt. Ein Teil bekam der Gastgeber, ein Teil bekam der Gast und dieses Symbolon war auch vererbbar. Das heißt, unser Symbolbegriff verweist auch schon auf Gastfreundschaft und ich werde im Weiteren dann auch darauf eingehen. Gleichzeitig, wenn ich sage, dass das eine universale Form ist, nämlich mit denen, die Gesellschaften zu anderen gemacht haben, dann umzugehen, kann man auch sagen, dass Gastfreundschaft auch an die Opposition gebunden ist. Also Hospitalität ist immer auch an Hostilität, also Feindschaft und feindschaftliche Entwicklung von Feindschaft gebunden. Und das ist ein Teil der Ambivalenzen, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben. Doch Gastfreundschaft, das kann man sagen, das ist Kultur. Gastfreundschaft, das ist Ethik. Gastfreundschaft, das ist
Sprache. Und das hat unter anderem der Philosoph Jacques Derrida bündig so gefasst und erklärt oder sich damit auseinandergesetzt oder gefordert, dass wir eigentlich absolute und bedingungslose Gastfreundschaft üben sollten. Und man kann hinzufügen, Gastfreundschaft, das ist auch das Politische. Also kurz, Gastfreundschaft ist eigentlich Grundlage des Zusammenlebens. Weh mir, so ruft nämlich schon in unserer Tradition Odysseus, zu welchem Folge bin ich nun wieder gekommen? Sind unmenschliche Räuber, Hybristei, Verweis auf Hybris, menschliche Hybris, und sittenlose, das heißt eigentlich auch rechtlose Barbaren, also Leute, die kein Recht haben, die sind nämlich ohne Dikatoi, die haben kein Recht, oder sind es im Gegenteil Diener der Götter und Freunde des heiligen Gastrecht, so Homer, Odyssee, sechster Gesang. Und damit ist Gastfreundschaft, wird zum Scheidepunkt zwischen Barbaren und Menschen. Das heißt, Recht, Gerechtigkeit und Unrecht, Sittenlose sind also das Zeugnis von Barbaren. Und das ist die typische griechische, homerische Gastszene. Sie sehen hier Odysseus, der empfangen wird. Das heißt, ihm werden die Füße gewaschen und hier wird das Gastgeschenk überreicht. Das ist die typische homerische Gastszene. So, was ich jetzt in den verbleibenden Minuten, und zwar ganz, ganz, ganz prosorisch, die Philosophen unter Ihnen werden mir fürchterlich verzeihen, ich werde hier sozusagen einen Ritt durch ganz unterschiedliche Felder machen müssen aufgrund der Zeit. Und das heißt, ich werde zunächst mal ganz kurz ansprechen, historische Semantik, ich werde ganz unterschiedliche Felder durchschreiten, das heißt, ich werde historische Semantiken und historische Ambivalenzen ansprechen, die eben an Hospitalität und Hostilität, die Unterscheidung zwischen Freund und Feind gebunden sind. Ich werde ganz kurz eingehen auf die Frage nach dem göttlichen Gesetz der Gastfreundschaft, dem Gesetz Nomos und den Gesetzen, die sich eine politische Gemeinschaft gibt, nämlich im Hinblick auf die Frage, wie nehmen wir die anderen auf oder wie nehmen wir diejenigen auf, die wir zu anderen gemacht haben. Und ich werde dann ganz stark eingehen auch auf oder werde betonen, und das ist eigentlich der Punkt, den ich hier machen möchte, dass Gastfreundschaft sehr viel mit Ethik und Moral zu tun hat und auch dann verweisen auf das christliche Erbe. Ganz kurzer Schlenker werde ich machen auf Kosmopolitismus und Immanuel Kant. Und wenn ich noch Zeit habe, ich glaube, ich werde keine Zeit mehr haben, werde ich dann noch die Frage ansprechen, wie wir derzeit die Figuren des anderen definieren, nämlich unter anderem mal Opfer, und hier wird die Empathie ganz wichtig. Und Sie sehen, ich habe Empathie hier in Fragezeichen gestellt, und wie ich eben schon angedeutet habe, ich werde eher fragen oder werde eher mich gegen Empathie, ich gehöre eher zu denjenigen, die sagen against Empathy, sondern ich werde eher auf Ethik, Moral, Gerecht und Gerechtigkeit beharren. Und ich werde es auch sehr prononciert machen, einfach um dann auch die Diskussion zu beschleunigen oder deutlich zu machen. Das heißt, ich werde mich gegen die Empathie, also die Leidenschaft und Pathos wenden und auch gegen Einfühlung, also das subjektive Gefühl, if I were groß, wäre ich in der Lage der anderen, sondern ich werde Gastfreundschaft und diese Gesten an Tugend und Ethik und an Gegenseitigkeit und an Gerechtigkeit und das Recht binden. Also hier, jetzt ganz kurz fange ich an mit einem historischen Abriss, nämlich woher kommt eigentlich dieser Begriff Hospitalität, Gastfreundschaft. Und in einer ganz klassischen Untersuchung, nämlich des Vokabulars der indoeuropäischen Institution, weist Benvenist den lateinischen Bezeichnungen für Gast, nämlich Hostis und Hospes. Daher kommt unser ganzes Hospitalität und Hospital und im Italienischen Ospitalità und so weiter und so fort her. Ganz, ganz unterschiedliche Bedeutungsfelder zu, die aber immer auch an die politische Ordnung gebunden sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, Gastfreundschaft ist nicht eine persönliche Geste, sondern ist immer auch gebunden an die politische
Ordnung. Und die ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes Hostis im Lateinischen verweist auf eine kompensatorische Beziehung, auf eine Beziehung von Gegenseitigkeit, von Geben und Nehmen, von Geben und Nehmen, das heißt auf Reziprozität, und stellt eine auf Gegenseitigkeit und Reziprozität beruhende Beziehung zwischen den Bürgern Roms her. Also hier immer schon der Bezug auf eine politische Gemeinschaft. Und derjenige, der also diese Reziprozität nicht bedient, wird dann in diesem Bedeutungsfeld zum Immunis oder zum Ingratus, also demjenigen, der undankbar ist. Und kein Wunder, bis heute muss der Gast, also auch der Fremde, der zu uns kommt, der Flüchtling, sich als dankbar erweisen. Das ist ein Teil dieser Gegenseitigkeit und wird ganz fürchterlich geklagt, wenn diejenigen, die zu uns kommen, die aufgenommen werden, sich als undankbar erweisen. Das ist diese alte Tradition des Ingratus. Ich werde nicht sagen jetzt zu dem Parasitus, der gehört nämlich auch mit dazu. Das heißt, dieses alte Bild des Fremden, der zu uns kommt und etwas uns nimmt, der als Parasit, als Volkskörper, am Volkskörper hier thront, kommt auch aus diesem ganzen Bedeutungsumfeld. Nun, also zunächst mal gebunden dieses Bedeutungshostis, Hospes, an eben Gegenseitigkeit, eine gleiche Beziehung. Aber gleichzeitig bedeutet dieses Begriffsfeld auch den Feind. Und Benvenist macht nun Folgendes, er sagt, wie kommt es eigentlich, dass aus dieser Gegenseitigkeitsbeziehung dann eine Feindschaftsbeziehung wird, nämlich Hostis Hospes ist nämlich dann auch an den Feind gebunden, und er bindet das an die Veränderung der römischen Gesellschaft und sagt, Zitat, eine alte Gesellschaft, wenn nämlich eine alte Gesellschaft zur Nation wird, schwächen sich die Beziehungen von Mensch zu Mensch, von Clan zu Clan ab, nur noch die Unterscheidung zwischen dem, was der Civitas, also der Gesellschaft, ja, innerlich oder äußerlich ist, besteht fort, und genau mit dieser Grenzziehung kann der Gast dann auch zum Feind werden, nämlich zu demjenigen, der eben nicht der politischen Gemeinschaft zugehört. Nun, neben diesem Bezug gibt es auch den Bezug oder eine ganz, ganz enge Bindung an die Götter, die unter anderem in dem Wort Hostis, die Hostie, kennen wir alle, die wir katholisch sind, zum Ausdruck kommen. Und hier eröffnet sich ein ganz weiteres Bedeutungsfeld, das dann auch um das Opfer, um den Sündenbock sich kreist und den Fremden gleichzeitig wieder an den Feind bindet und genau diese Bindung auch wieder organisiert. Nämlich Hostia ist eigentlich das Opfer, die Opfergabe, bezeichnet im Gegensatz zu Victima, also dem Opfer, das wird gleich nochmal wichtig, ein Opfer, das den Zorn der Götter zu beschwichtigen hatte, und Hostia gilt als Sühne und als Gabe für den Gewaltverzicht der Götter. Also Gastfreundschaft hat auch religiöse Bezüge und mit denen diese Beziehungen dann auch zugespitzt werden und gleichzeitig das auch etablieren, was wir derzeit in derzeitigen Diskussionen auch kennen, den Sündenbock beispielsweise, also der Fremde als Sündenbock, der Fremde als Opfer und so weiter und so fort. Und vergessen wir nicht, die Nähe des Fremden zu den Göttern ist auch ein ganz, ganz wichtiges Element in der Ikonografie. Also Bindung des Fremden auch an die Götter und auch an das Geheimnis, an das Sakrale und so weiter und so fort. Und wir kennen diese Bindung aus unserer Ikonografie, das heißt, der Fremde ist an die göttliche Ordnung gebunden und kaum etwas offenbart diese göttliche Ordnung, also das Gesetz, das göttliche Gesetz, nämlich Gastfreundschaft zu zeigen, nämlich Nomos, wohl deutlicher als Zeus Xenius, der nämlich über den Schutz der Fremden wachte, während die politische Gemeinschaft und das Recht der Gesetze seine Wirksamkeit garantieren sollten. Und nichts, können wir uns vorstellen, ist dann natürlich schändlicher als die Übertretung dieses göttlichen Gesetzes, nämlich gastfreundlich zu sein.
Tatsächlich gibt es in dieser Tradition auch die Vorstellung, dass die Götter sich zeigen als Fremder. Wir kennen das tatsächlich in diesem Kontext Jupiter, Merkur als Gäste, die eigentlich Götter sind, weswegen man die auch aufnehmen sollte. Wir kennen dieses auch dem Zusammenhang, nämlich der Aufnahme der Engel von Abraham und Sarah. In dieser Bindung des Göttlichen an den Fremden und an das Heilige wird aufgenommen dann auch in der christlichen Tradition und na, wer kennt das nicht, wer kennt den Spruch nicht, vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt. Hier eine Darstellung aus dem 16. Jahrhundert, auch hier eine Darstellung aus dem 16. Jahrhundert. Und genau aus diesem Kontext gab es auch Zeiten, wie Hans-Dieter Bahr feststellt, die es geboten, den Gast nicht nach seinem Namen, nach seiner Herkunft und noch nicht mal nach seinem Begehr zu fragen, auch nicht danach, ob er sterblicher oder unsterblicher ist, eben weil es sein kann, dass man eigentlich die Götter beherbergt. Oder wenn man den Fremden unbefragt aufnimmt, beherbergt man eigentlich die Götter. Also Gastfreundschaft ist eine ethisch-religiöse Pflicht, die aber auch das Gemeinwesen ordnet. Das Alte, das Neue Testament, aber auch der Koran verweisen auf dieses Gebot, Fremde unbedingt aufzunehmen, zu beschützen und aufzunehmen. Und sie waren alle eindringlich vor den Folgen einer Missachtung dieser Anweisung. Und die Bemerkungen von Frau Barth haben ja aufgehört mit dem Hinweis auf die sieben Werke der Misericordia. Und tatsächlich, da steht die Aufforderung, den Fremden aufzunehmen und zu beherbergen, an dritter Stelle. Das ist die berühmte Matthäus 25 Stelle, und zwar die Stelle vom Weltgericht. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben, ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben, ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen, ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben, ich war krank und ihr habt mich besucht, ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und Sie sehen hier die Aufnahme des Fremden in dieser Darstellung. Also hier sind insgesamt eine weitere Darstellung, ist aus der Heugel-Schule. Da sind die einzelnen Werke der Werke, das ist ganz wichtig, der Misericordia, das ist nicht ein Gefühl, sondern das sind Werke, sind hier dargestellt. Und hier im Hintergrund sehen wir die Aufnahme des Fremden. Und diese Werke der Barmherzigkeit, das muss man auch sagen, das sind nicht Akte der Empathie, sondern die sind eingebunden tatsächlich in eine göttliche Ordnung, und die zeigen sich auch immer nur in ihrem unaufhebbaren Bezug eben auf diese göttliche Ordnung. Ich mache jetzt einen riesen Sprung und bin jetzt schon im 15. Jahrhundert, denn da beginnt Europa dezidiert mit der Jagd auf Vagabunden und mit der Jagd auf mobile Personen, mit der Jagd auf Müßiggänger, und weist denen dann auch spezielle Institutionen zu, die nicht umsonst wieder, also im Französischen ganz gut dargegeben mit dem Hôpital oder dem Hospital, wieder auf Hospitalität verweisen und dann auch sprachlich schon wieder Gastfreundschaft unter anderem anzeigen oder zumindest Aufnahme anzeigen. Weiterer Sprung, denn die Französische Revolution wird ein weiterer Knackpunkt in dieser Entwicklung von Hospitalität. Und die Französische Revolution, wie wir alle wissen, trägt ja nicht nur die Fahnen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit,
sondern auch das Prinzip einer Nation umspannenden Völkerfreundschaft und eines Universalismus mit sich, in dem jeder gleich welcher Herkunft Asyl, Aufnahme und gleiche Bürgerschaft finden sollte. Im Namen des französischen Volkes sollen Fremde aus aller Welt Asyl finden, ihre Sitten und Gebräuche respektiert werden, soll nationales Gesetz doch nicht die Grenze, sondern das universelle Gesetz garantieren und Fremde die Ehre teilen, genau in diesem Universalismus zum Bürger zu werden. Was hier aber gleichzeitig passiert mit dieser universalistischen Forderung, ist gleichzeitig eine Partikularisierung. Da wird nämlich Gastfreundschaft, die Aufnahme des anderen, an eine partikulare politische Gemeinschaft gebunden. Das heißt, was wir hier haben, ist ein Spannungsverhältnis zwischen Universalismus, also das Gesetz Fremder aufzunehmen, und die partikulare politische Ordnung dieses Gesetzes. Also das ursprüngliche Spannungsverhältnis zwischen Nomos, das Gesetz, das auch göttlich verankerte Gesetz, und die Gesetze der Polis, die dieses ordnen sollen. Auch Kants Kosmopolitismus nimmt genau diese Spannung zwischen Universalismus, also republikanische Gleichheit, Brüderlichkeit und so weiter, und Partikularität, eben die partikulare Ordnung der politischen Gesellschaft, in der politischen Gemeinschaft wieder auf. Und Kant bestimmt nun in seiner Schrift zum ewigen Frieden 1795 ein Jus Cosmopoliticum, das auf allgemeine Wirkbarkeit beschränkt ist, wie er sagt, und an die Dauer des Aufenthalts von Fremden in einem anderen Land gebunden ist. Die Vernunftidee, für Kant ist das eine Vernunftidee, einer friedlichen und durchaus nicht unbedingt freundschaftlichen Gemeinschaft aller Völker ist, wie er feststellt, nicht ein philanthropisches Prinzip, sondern ein rechtliches Prinzip. Und so bestimmt er, Zitat, es ist hier nicht von Philanthropie, auch nicht von Mildtätigkeit oder Caritas oder sowas die Rede, sondern vom Recht die Rede, und da bedeutet Hospitalität, übersetzt damit Wirtbarkeit, das Recht eines Fremdlings, Zitat, also das Recht eines Fremdlings, seiner Ankunft auf dem Boden eines anderen wegen von diesem nicht feindselig behandelt zu werden. Dieser kann ihn abweisen, wenn es ohne seinen Untergang geschehen kann. Solange er aber auf seinem Platz sich friedlich verhält, darf er ihm nicht feindlich begegnen. So muss man sagen, dass Kant, das ist ein eingeschränktes Recht, das ist ein Besuchsrecht, das er auch soziologisch begründet, indem nämlich jeder Mensch das Recht hat, sich anderen Menschen zum Verkehre, also zur Gemeinschaft, zur Kommunikation, würden wir heute sagen, anzubieten, was aber nicht heißt, dass die anderen ihn aufnehmen müssen. Und das interessanterweise finden wir heutzutage noch in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, Artikel 13, Paragraph 13, Artikel 1 und 2, die bestimmen, dass jeder Mensch das Recht hat, sein Land zu verlassen, die aber nicht bestimmen, dass jeder Mensch das Recht hat, in einem anderen Land aufgenommen zu werden. Das heißt, diese Kantsche Bestimmung und dieses eingeschränkte Recht auf Gastfreundschaft zeigen schon wieder dieses Spannungsverhältnis, auf das ich hingewiesen habe. Und damit ist genau dieses Verhältnis von Gastfreundschaft tatsächlich gebunden an die Entwicklung moderner Nationalstaaten. Und man kann sagen, dem noch etwas unheiligen Projekt, nämlich eine Kongruenz von Sprache, Kultur, Abstammung, Geburt und Territorium zu verfolgen und damit auch Staatsbürgerschaft zu bestimmen und damit mit der Bestimmung von Staatsbürgerschaft, die in unserer Tradition gebunden ist, eben an den Zufall der Geburt, dann natürlich andere auszuschließen und diesem Gastrecht, diesem eingeschränkten Gastrecht eben zu unterwerfen. Gleichzeitig kann man auch sagen, und das ist auch eine Tradition, die mit der Französischen Revolution bereits beginnt, stellt sich dann die Frage auch, dieser Fremde, von dem man nicht weiß, wer das eigentlich ist, ob das nicht ein Feind ist, ist das Freund oder Feind, wissen wir nicht. In Deutschland, wer sich einbürgern lassen will, in anderen Sprachen nennt man das Naturalisierung, nicht zufällig,
wird eine Loyalitätserklärung verlangt. Das hat die Französische Revolution dann auch schon getan. Die wollten, da nämlich man wusste nicht, was machen wir denn jetzt mit den Feinden? Also gut und schön, Universalismus, wir nehmen alle auf, ihr dürft alle so bleiben, wie ihr seid, aber was machen wir mit den Feinden der Revolution? Was machen wir mit den Feinden der Republik? Und dann wurde das gleich wieder eingeschränkt, dieses universale Recht. So, um jetzt auf den Punkt zu kommen, was einmal als eine religiös begründete und auch eine religiös vermittelte Tugend gefasst wurde und also Ethik und Moral tatsächlich zugehört, gehört mit der Etablierung unserer modernen Nationalstaaten, und darüber müssen wir reden, wenn wir über Gastfreundschaft reden, zugleich der formalen Ordnung des Rechtes und seiner Bestimmungen zu. Das heißt, Misericordia, Caritas und all sowas werden dann auch eingeschrieben in nationales Recht. Das wird, was sich etabliert, ist tatsächlich ein rechtliches Verhältnis, was wie gesagt in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, aber auch in der Genfer Flüchtlingskonvention unter anderem bekräftigt wird. Aus Gastfreundschaft, aus religiös und ethisch beglaubigter Forderung wird eben ein rechtlich kodifiziertes System, was immer auch diesen ambivalenten Status des Gastes zwischen Freund und Feind immer auch neu affirmiert, immer neu wieder deutlich macht. Worauf es mir jetzt ankommt in meiner Argumentation, das ist tatsächlich, dass Gastfreundschaft nicht eine philanthropische, humanitäre Geste ist, eine Sache von Mildtätigkeit, Caritas, die sich eben aus einem himmlischen Gebot speist oder aus einer göttlichen Anweisung oder aus menschlicher Ausphilia speist, sondern dass es sich hierbei um eine rechtliche Bestimmung hält und da um eine rechtliche Bestimmung handelt, richtig ausgedrückt, und damit auch dem zugehört, was wir als das Politische bezeichnen. Und ich gestehe, dass mir der Bezug auf das Recht, wenn wir schon nicht von Gerechtigkeit sprechen, mir etwas solider erscheint zur Begründung von Gastfreundschaft und ihrer dann tatsächlich auch alltäglichen Grenzen, als die Beziehung auf Subjektivität, auf Empathie, auf Pathos, wie die Griechen gesagt hätten, die zunächst mal schwankend ist, ne? Ich kann sowohl empathisch sein, ich kann es aber auch bleiben lassen. Wenn allerdings der Fremde ein Recht auf Aufnahme hat, ist dieses zumindest rein theoretisch auch einklagbar. Und ich würde in der Bezeichnung oder in der Fassung von dem, was Gastfreundschaft bedeuten kann heute, auch ganz konkret für uns und für jeden Einzelnen deutlich machen wollen, dass es tatsächlich sich nicht um subjektives Gefühl handelt, sondern tatsächlich um eine, oder eingeschrieben gehört in rechtliche Beziehungen, eben weil sie dann auch eingeklagt werden können. Und habe ich noch 3 Minuten, da möchte ich noch was zum Opfer sagen. Ja, wunderbar. Ich hatte ja eben schon das Opfer angesprochen und damit so mit dieser Beziehung des Fremden, Opfer, Hostia und so weiter und so fort, möchte ich diese Position, die ich hier vertrete, also bitte Gastfreundschaft nicht dem Reich des Pathos, der Leidenschaften, dem Gefühl zu sprechen, sondern dem Reich des Rechtes oder Dicke zu unterstellen und dem Reich der Gerechtigkeit zu unterstellen. Ihnen das nochmal deutlich machen mit den Figuren, die derzeit etabliert werden, die nämlich den Fremden zum Opfer machen. Und das Opfer, so hat Daniele Gigliolo bündig gesagt, das Opfer ist der Held unserer Zeit. Und mobile Menschen, also diejenigen, die das Recht auf Mobilität wahrnehmen, und ich spreche deshalb von mobilen Menschen, weil ich sie nicht gleich in eine rechtliche Unterscheidung einsortieren möchte in Flüchtlinge oder Migranten, sondern zunächst mal sind das mobile Menschen, die ihr Recht, wenn auch ihr eingeschränktes Menschenrecht auf Mobilität wahrnehmen, können dann nur in unseren Diskursen, in unseren Medienbildern eigentlich nur noch wahrgenommen werden oder der Empathie unterstellt werden,
wenn sie zu Opfern werden. Und tatsächlich sind das auch die Medienbilder, die wir zu sehen kriegen, neben den Medienbildern, die den anderen zur namenlosen Masse und zum Feind machen, also zu den schwarzen afrikanischen Massen, die Europa überfallen werden. Im Kontext hier von Gastfreundschaft möchte ich mich aber auf hier diese Opferbilder stützen. Und tatsächlich, was uns dann immer und immer wieder aufgeführt wird, ist dieses Spektakel des Todes. Das heißt, wir sehen eigentlich hauptsächlich Leichen, und Sie haben vermutlich alle auch diese Bilder noch im Kopf, nämlich dieses zur transnationalen Ikone tatsächlich gewordene Bild von Alan El Kurdi, das dann auch ganz, ganz vielfach umgedeutet wurde. Und hier kommt nebenbei auch schon sowas, was ich sagen würde, falsch verstandene Empathie. Das ist nämlich der Künstler, der chinesische Künstler Ai Weiwei, der, wie Sie sehen, if I were a horse, if I were Alan Kurdi, diese Todesszene, diese Opferszene aufgenommen hat und, wie ich finde, reichlich zynisch, denn ich stelle mir vor, wie er nach dem Schrott aussteht und sagt, na, ist das super angekommen. Also dieses ist für mich ein gutes Beispiel, wie Empathie derzeitig an diese Opferbilder gebunden ist und die anderen, also diejenigen, die wir zu Fremden gemacht werden, eigentlich nur noch als Opfer darstellbar werden. Tatsächlich dieses Bild ist um die ganze Welt gewandert, kann man sagen, wurde nachgestellt in Rabat 2015, das ist im Gaza-Strip 2015, wurde aufgenommen auch wieder in einen religiösen Opferdiskurs. Das ist nämlich Carlo Carli, das ist ein italienischer Künstler, der genau dieses Bild von Alan El Kurdi aufgenommen hat und nachgestaltet hat in dieser ganz religiös-christlichen Tradition, tatsächlich der Deposizione della Croce, und eben damit eingeschrieben hat in eine christliche Opfer, in eine christliche Opfer, in christlichen Opferdiskurs. Was dabei interessant ist, also in diesen der Einschreibung des Fremden, der nur noch darstellbar ist als Opfer, finden wir auch in diesen humanitären Bildbeschreibungen, und ich habe Ihnen hier nicht drastische Bilder, nicht die ganz drastischen Bilder mitgebracht, aber was Sie hier sehen, ist, dass tatsächlich der andere, also die Leute, mobile Menschen, nur noch als, ja, als Opfer überhaupt deutlich werden können und eingeschrieben werden, und das ist interessant, dann auch in einem Zusammenhang, in der Regel sind es auch tatsächlich schwarze Körper, eingeschrieben werden, dann in eine Rede, die sagt, ah ja, da ist das schwarze Opfer, also da ist der schwarze Körper, und da ist, und da wird es wirklich zynisch, da ist der weiße Held, der dem schwarzen anderen Opfer aus den Fluten hilft, ihm vor dem Ertrinken rettet und damit gleichzeitig sich eine andere Erzählung etabliert, nämlich der Weiße ist empathisch mit dem schwarzen Körper. Ja, ich glaube, an dieser Stelle werde ich aufhören und ja, bedanke mich für Ihre Geduld. Danke schön, Frau Friese. Wir haben wieder Zeit für ein paar wenige Fragen. Einmal gleich hinten die Dame und dann. Was denken Sie, ist der Grund, dass diese Transformation passiert ist von wir waren mal ein Gastgeber, oder wie ich das jetzt verstanden habe, war das sozusagen mal quasi ein Recht, dass man als Gast sein konnte, und diese Veränderung von diese Menschen werden jetzt als Bedrohung gesehen. Was ist da genau passiert? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich denke, was ganz, ganz
wichtig. Also zunächst mal ist es zumindest, ich spreche immer von unserer Tradition. Ne? Also ich spreche nicht von außereuropäischen, sondern so von unserer europäischen auch Begriffstradition, ist dieses Gastverhältnis immer schon ambivalent. Man weiß eigentlich nicht, ob das Freund oder Feind ist. Das heißt, der Fremde, also diejenigen, die wir eben zu fremd machen, der Fremde ist ja nicht per se fremd, sondern wir machen ja den anderen zunächst mal zu Fremden, ne? Zu jemand anderem, der dann sowohl ja, als Freund ne, auftaucht oder eben auch als, oder auch als potenzieller Feind. Und Gastfreundschaft ist genau dafür da, dieses Verhältnis zu ordnen. Da gibt es eben historisch ganz unterschiedliche Arten und Weisen der Ordnung dieser Ambivalenz zwischen Freund und Feind. Was ganz wichtig ist, denke ich, ist die Ordnung der politischen Gemeinschaft. Und das ist das, was Benveniste ja schon angedeutet hat. Also das fing bei den Römern schon an. Sobald sich verwandtschaftliche Beziehungen auflösen und sich Republik entwickelt, sich ein politisches Staatswesen entwickelt, was nicht mehr auf verwandtschaftlichen Beziehungen beruht, ganz extrem natürlich im modernen Nationalstaat, da verändert sich dieses Verhältnis. Das heißt, ich würde mal jetzt ganz pointiert und etwas provokant sagen, unser Problem ist der Nationalstaat und die Fassung des Nationalstaates, die den anderen per se als Feind sieht. Was mir aber wichtig ist, ist tatsächlich zu sehen, es handelt sich nicht um Empathie, sondern um rechtliches Verhältnis, was immer auch an die politische Gemeinschaft gebunden ist. Das ist eigentlich mein Punkt. Also ich konnte Ihren Ausführungen gut folgen, bis Sie zu dieser Opferrolle gekommen sind. Und dann kann ich Ihnen das ja empfehlen, dass Sie sich mal in ein Bergdorf, in ein europäisches begeben, wohin auch immer, und dann sagen, Sie sind fremd. Sie sind fremd. Da gibt es zwei mögliche Reaktionen. Entweder Sie werden geschlagen oder Sie werden aufgenommen. Aha. So einfach ist das. Aha. Und ich kann mit dem nichts anfangen, dass hier der schwarze Mann als Opfer dargestellt wird und der Weiße als Held. Es ist einfach eine Dokumentation, da braucht man nichts hineingeheimsen. Der ist nicht wegen seiner Rasse ein Held oder andere wegen seiner Rasse ein Opfer. Aha. Es ist eine bestimmte Situation, die man nicht verallgemeinern kann, sondern es ist eine ganz simple Darstellung. Und da ist die Interpretation, die Sie gebracht haben, aus meiner Sicht unzulässig, weil Verallgemeinerung da nicht passt. Ja, auch vielen Dank für diese Frage. Als Anthropologin habe ich mich ja jahrelang jetzt nicht in österreichischen Bergdörfern aufgehalten, aber in sizilianischen Bergdörfern tatsächlich. Und auch auf Lampedusa, also insofern, und da ist besonders auf Lampedusa, das ist wirklich interessant, das handelt sich um eine Fische, um eine Community von Fischern, und da wird gerettet, da ist es vollkommen wurscht, wer da ankommt, wer da nicht ankommt, wer in Gefahr ist, wird gerettet, weil jeder Fischer weiß, morgen kann es mich treffen. Daher, das hat mich immer auf Lampedusa sehr erstaunt, das ist tatsächlich diese bedingungslose Gastfreundschaft, da wird jeder aus dem Wasser, da wird nicht gefragt, ja, weil das ein Fischer ist, also das ist normale menschliche Reaktion, weil morgen kann es mich treffen, ja, das ist sozusagen Prinzip der Gegenseitigkeit. Und hier, da haben Sie natürlich vollkommen recht, da habe ich jetzt einen Riesenschlenker gemacht, aufgrund der Kürze der Zeit, und habe auch zwei meiner Forschungsinteressen ein bisschen sehr verkürzt miteinander verbunden. Das ist nämlich die Frage, welche Figuren des Fremden finden wir in medialen Diskursen derzeit wieder? Und das sind tatsächlich, also Sie werden das alle kennen, das sind die überfüllten Boote, na, wo man Massen sieht, wo man den Einzelnen nicht sieht. Und da wird in diesen Bildern, die medial natürlich ständig weiter verbreitet werden, der Fremde zum Feind. Also das sind die Invasoren, die da auf uns kommen. Und dass man könnte das auch ein bisschen verkürzt sagen, das ist so ein bisschen der populistische Diskurs derzeit. Also das sind die Herrscher, die hier über uns herfallen, die Parasiten, die römischen Parasiten, die jetzt über uns herfallen. Da sind diese Bilder, das ist auch nicht uninteressant, auch meistens schwarze Körper. Ne? Das macht die ganze Sache noch bedrohlicher. Dann gibt es diesen humanitären Diskurs, oder wie man sagt, für den posthumanitären Diskurs, die den anderen zum Opfer machen. Dann gerne auch individualisieren, ne? Deshalb sieht man hier auch immer die einzelnen Menschen. Da sieht man den einzelnen Leidenden, da sieht man nicht die Masse.
die bedrohliche Masse, sondern da steht im Zentrum der Einzelne, der leidet und der, der Empathie tatsächlich anspricht, Gefühl anspricht und so weiter. Ich gehe damit aber jetzt sogar schon einen Schritt weiter, ist ja gut und schön. Aber ich sage, das ist ja interessant. Empathie gut und schön, aber was passiert damit gleichzeitig? Da machen wir uns nämlich diejenigen, die wir die aus dem Wasser fischen, gleichzeitig zu Helden. Und das plötzlich, also ich habe eine ganze Bilderserie davon, wie tatsächlich dann der Weiße zum Helden wird, der den Armen aus dem Wasser fischt, also der das Leben rettet. Und das ist nebenbei auch ein Grund dafür, warum ich gegen diesen Empathiebegriff bin, weil das ein Teil dieses Ergebnisses sein kann, damit wir wieder zu Helden werden. Schaut mal an, wir sind doch wunderbar, wie sind wir empathisch, spendet für uns, das wird natürlich auch im Kontext der Ökonomie der Aufmerksamkeit, werden die Bilder auch immer drastischer. Also da sieht man eigentlich nur noch Leichen, interessanterweise immer schwarze Körper. Und dann sind wir aufgerufen, empathisch. Empathie ist ein Teil unseres Medienzirkus geworden, ist ein Teil geworden tatsächlich auch dieser Diskurse, weswegen ich ziemlich dezidiert gegen Empathie jetzt hier auftrete, weil das führt dann genau dazu, dass wir es uns wieder möglich machen, uns als Helden zu fühlen, schaut mal, sind wir super. Jetzt fischen wir sie auch noch aus dem Wasser. Eine Frage, die ich zur Ausforderung habe. Ich wollte noch einmal zurückkommen auf Ihren Begriff des Fremden. Ich fand es total spannend, Professor Schmutzer, der in den 90er Jahren das Institut für Technik und Gesellschaft geleitet hat, hat eine sehr spannende Theorie, sozialwissenschaftliche Theorie über den Fremden dargelegt, indem er sagt, der Fremde ist eigentlich auch immer der die Innovationen bringt, der von anders kommt und die Innovationen bringt, sozusagen als sein Gastgeschenk und vice versa, wir gewähren ihm das, dass er da bleiben kann oder für einen bestimmten Zeitraum, sozusagen das Gastrecht. Dazu würde mich aber noch eine andere Frage von Ihnen interessieren. Macht es einen wesentlichen Unterschied in der Gastfreundschaft, ob ein Gast kommt, um für eine bestimmte Zeit zu bleiben oder ob er für immer bleibt? Ich möchte das vielleicht an einem einfachen Beispiel sagen, wenn man in den 60er Jahren als Mädchen aus Bayern in ein österreichisches Bergdorf eingeheiratet hat, war man 30 Jahre lang die Fremde. Und dann hat man dazugehört. Ja. Auch vielen Dank für diese Fragen, denn tatsächlich diese Figur des Fremden, in dem ich mich, wie gesagt, auseinandergesetzt habe, in zwei Büchern, wo ich das Ganze ein bisschen deutlicher darstelle, hoffe ich zumindest, tatsächlich die Figur des Fremden als Befreier ist auch eine ganz, ganz alte Figur. Taucht auch in der Politiktheorie auf, nämlich der Fremde, der eine politische Gemeinschaft neu gründet. Interessanterweise gibt es das auch ganz gerne im derzeitigen linken Diskurs, sage ich jetzt mal so ein bisschen plakativ. In Italien beispielsweise wird ganz gerne gesagt, oder gibt es, diejenigen, die aus den Sahara-Ländern kommen, die kennen die Mafia alle nicht. Und das sind diejenigen, die uns befreien werden, weil die nicht eingebunden sind in unsere Beziehung. Tatsächlich, das hat schon der gute Simmel gesagt, oder er hat das genannt, die Objektivität des Fremden. Na, du bist da nicht eingebunden, also du bist nicht Teil der Mafia. Du kennst die Regeln da nicht und du sagst, das ist ungerecht, wir arbeiten nicht umsonst als Sklaven auf euren Feldern, Protest, so geht es gar nicht. Und das ist tatsächlich also die Figur des Foreign Founders sozusagen, gibt es auch bei Kloslowski, also der Fremde, der am Horizont als Befreier auftaucht. Und das ist auch so ein Teil der linken Hoffnung, das habe ich jetzt mal so ein bisschen plakativ gewebt, also schon seit den 60er, 70ern, also die Tupamaros und die Befreiungsbewegung aus Lateinamerika, die werden jetzt, da wir hier die Revolution nicht geschafft haben, die werden uns jetzt die Revolution bringen. Und das wird bis heute tatsächlich in so aktivistischen Diskursen, die ich mir auch angeguckt habe, da wird der Fremde nämlich zum Held, zum Befreiungshelden. Also das, was unsere Gesellschaft nicht geschafft hat, muss dann der Fremde leisten.
Nochmal ganz kurz, also ich habe versucht, dieses Verhältnis zum Fremden, zum Gast zu formulieren oder ja, runterzubiegen dann auf drei Figuren, nämlich der Fremde als Opfer, der Fremde als Feind und der Fremde als Held. Gerne auch im derzeitigen Aktivistendiskurs, ne? Also der Fremde, der muss. Und tatsächlich nochmal ganz kurz zur Länge der Zeit. Wussten schon die Griechen, in Sizilien gibt es das Sprichwort, der Gast, der, ist aber auch schon bei Aristoteles nachzulesen, der Gast, der länger als drei Tage, nee, in Sizilien heißt, der Gast ist wie ein Fisch, bleibt da länger als drei Tage, stinkt da. Das gibt es schon bei Aristoteles. Und tatsächlich, das ist auch bei Kant, ne? Ist ja nur ein Besuchsrecht. Weil, wie Kant sagt, wenn der Gast da länger bleiben will, wenn der sich zum Hausgenossen machen will, braucht es eines gesonderten Vertrags. Na, also wenn der Gast, der bleibt, so hat Simmel den genannt, der wird dann zum echten Problem. Na, weil den werden wir erstmal nicht mehr wieder los, der bleibt. Das ist der Gast, der bleibt. Herzlichen Dank auch nochmal, Frau Friese.